Habt ihr eigentlich schon mal die Flugzeuge von Amazon gesehen? Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, auch wenn es nur auf Bildern war. Und selbst wenn ihr sie wirklich noch nie gesehen habt, dann wird Amazon höchstwahrscheinlich in den nächsten paar Jahren dafür sorgen, dass ihr die Dinger irgendwann mal zu Gesicht bekommt. Amazon gehört zweifelsohne zu den Unternehmen der nächsten Jahre. Unternehmen, hinter denen eine extrem beeindruckende, vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas schwer nachvollziehbare und für unmöglich gehaltene Vision steckt. Aber es steckt eine Vision dahinter. Und davon kann natürlich jeder halten, was er möchte. Das muss jeder für sich selbst bewerten. Aber darum soll es auch heute gar nicht gehen. Wir schauen uns einfach mal an, wie in diese Vision Flugzeuge reinpassen. Eine Frachtfluggesellschaft und was da für Flugzeuge reinpassen. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, Amazon und eine eigene Frachterflotte. Eine eigene Flotte bestehend aus eigenen Frachtflugzeugen, auf denen auch wirklich Amazon draufsteht. Das war lange Zeit nur so ein Gerücht, aber das Gerücht hielt sich dann doch recht wacker. Und im August 2016 war es dann auch soweit. Und die erste Boeing 767-300 in der Frachtversion ging mit der großen Aufschrift Prime Air in die Luft. Und die Maschine hatte so als kleines Detail zum Beispiel die 1997 in der Kennung drin, das Jahr des Börsengangs von Amazon, und wurde als Amazon One bezeichnet und war damit quasi das Symbol für das, was Amazon in den nächsten Jahren mit einer eigenen Frachterflotte vorhat. Und das, was in den nächsten Jahren wirklich richtig groß werden könnte. Bei dieser ersten symbolträchtigen Maschine handelt es sich um eine geleaste, über 20 Jahre alte Boeing 767-300 der Atlas Air, also das Flugzeug gehört nicht Amazon, aber dazu gleich nochmal mehr. Eine 767-300, die jahrelang als Passagierflugzeug unterwegs war, dann zu einem Frachter umgebaut wurde und jetzt von Amazon für ihre Dienste genutzt wird. Und das alles für eine sehr nachvollziehbare Idee. Denn ein so großes Unternehmen kann selbstverständlich auch eine eigene Frachterflotte gebrauchen und auch gut betreiben. Denn Amazon ist mittlerweile nach Apple das zweitwertvollste Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Pro Jahr liefert Amazon über 4 Milliarden Pakete aus. Und das ist wirklich schwer vorstellbar. Das ist eine ganze Menge. An Spitzentagen, zum Beispiel jetzt in der Vorweihnachtszeit, gerade vor einer Woche oder so, wurden bei Amazon über 300 Artikel pro Sekunde verkauft. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das sind nur so ganz grobe Zahlen. Es gibt da verschiedenste Angaben im Internet, aber vom Ding her sind sich alle einig, dass es im Jahr 2018 auf jeden Fall erstmals über 4 Milliarden Pakete sein werden. Und gerade eben in der Vorweihnachtszeit oder so wird es bei Amazon sicherlich mal ein bisschen stressiger zugehen. Da werden wirklich einige Pakete losgeschickt und ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht weiter erläutern, dass ein Unternehmen, welches im Schnitt knapp 11 Millionen Pakete pro Tag versendet, dass so ein Unternehmen auch auf jeden Fall eine Flugzeugflotte betreiben kann und vielleicht auch ganz gut gebrauchen kann. Aber mittlerweile sind das ja auch schon lange nicht mehr nur Pakete, die es von Amazon gibt, sondern dieser Service, den ich als Endverbraucher von diesem Unternehmen nutzen kann, das gibt es ja mittlerweile in einem so unüberschaubar großen Umfang oder Rahmen. Das ist wirklich krass, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Jetzt müssen wir erst einmal ein paar Begrifflichkeiten klären, denn auf diesen Flugzeugen, die Amazon da betreibt, beziehungsweise die Amazon da nutzt, weil wirklich betreiben tun sie die ja nicht, auf denen steht ganz groß Prime Air drauf. Das ist allerdings nur noch ein übrig gebliebenes Relikt aus dem Jahr 2016, wo das Ganze mit diesen Frachtflugzeugen anfing und da noch Amazon Prime Air hieß. Mittlerweile, Prime Air als solches, ist nur eine 2014 von Amazon angemeldete Marke, die im Zuge der Idee einer Paketauslieferung mit Hilfe von Drohnen entstand. Und das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Amazon möchte irgendwann Pakete mit Drohnen ausliefern. Das ist eine Vision, bei der wir davon ausgehen können, dass da noch wirklich fleißig dran gearbeitet wird und bei der es unter anderem darum geht, Pakete in Großstädten zum Beispiel in unter 30 Minuten mit Hilfe einer Drohne an den Kunden zu schicken und dem Kunden vorbeizubringen. Und das ist schon eine ziemlich interessante Vorstellung, in der doch eine ganze Ecke Science Fiction und Zukunft steckt. Aber technisch ist das Ganze wohl deutlich weniger weit weg, als man das auf den ersten Blick vermuten mag. Aber es scheitert aktuell natürlich noch an den sehr strengen Regeln der jeweiligen Luftfahrtbehörden. Aber nur weil das heute noch an diesen Regeln scheitert, bedeutet das selbstverständlich nicht, dass die gesamte Idee oder diese Vision, Pakete mit Hilfe von Drohnen in Rekordzeit auszuliefern, dass das auch dann wirklich zum Scheitern verurteilt ist. Wer weiß, was da in naher Zukunft noch alles passiert, was da innerhalb von Städten für Flugstraßen oder Flugwege abgesteckt werden quasi, auf denen diese Amazon-Drohnen dann vollautomatisch unterwegs sein dürfen oder keine Ahnung, wie man das dann regelt.
Aber ich glaube, ab dem Moment, wo das dann in irgendeiner Form zulassungsfähig ist, wird Amazon dafür sorgen, dass diese Idee innerhalb kürzester Zeit extrem groß gemacht wird. Und so schnell kann man dann wahrscheinlich gar nicht gucken. Auf einmal werden ganz viele Pakete mit Drohnen ausgeliefert. Wie gesagt, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst bewerten. Da muss jeder gucken, ob er das gut findet oder nicht und in welchem Umfang er das vielleicht gut findet oder dann wiederum nicht. Aber es ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen, dass dieses Unternehmen wirklich ziemlich große Dinge vorhat. So viel also erst einmal zur eigentlichen Prime Air. Das ist dann quasi die Drohnenmarke und das darf man nicht verwechseln mit der Amazon Air. Also die Flugzeuge, die heute mit der Beschriftung Prime Air unterwegs sind, gehören nämlich zu dieser Amazon Air. Und jetzt kommt schon der nächste Begriff. Amazon Air ist nämlich eine sogenannte virtuelle Airline. Und das klingt erstmal ziemlich doll nach Flugsimulation, hat damit aber natürlich überhaupt nichts zu tun, auch wenn es da selbstverständlich auch virtuelle Fluggesellschaften gibt und der ein oder andere sich gerne mal als Kopf einer solchen besonders interessanten virtuellen Fluggesellschaft sieht. In diesem Fall der Amazon Air deutet diese Begrifflichkeit virtuelle Fluggesellschaft allerdings nur darauf hin, dass Amazon diese Flugzeuge zwar unter ihrem eigenen Markenauftritt bzw. unter dem Amazon Prime Markenauftritt fliegen lässt, eine wirklich eigene, selbstständige Fluggesellschaft betreibt das Unternehmen allerdings nicht. Es sind also eben nicht, und das ist der ganz wichtige Punkt hinter der Sache, es sind eben nicht Amazon-eigene Flugzeuge, die man da am Himmel sehen kann und die sind nicht unter einem Amazon-eigenen AOC, also einem Air Operator Certificate, habt ihr bestimmt schon mal im Zuge der Air Berlin-Pleite gehört, da haben wir tausendmal darüber gesprochen, also nicht unter einer Amazon-eigenen Betriebslizenz sind diese Flugzeuge unterwegs, sondern Amazon mietet sich diese Flugzeuge quasi von anderen Unternehmen an. Und ganz wichtig, mit allem drum und dran, also mit der ganzen Organisation, die dahinter steckt. Also Amazon-Flugzeuge, egal ob Prime Air draufsteht oder nichts draufsteht oder irgendwas anderes draufsteht, werden betrieben von Air Transport International, ABX Air oder Atlas Air, nicht von Amazon selbst. Aber was zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so ist, das kann ja in Zukunft auch durchaus noch so werden. Aber gut, so viel erst einmal dazu. Angefangen hat das Unternehmen mit 20 knapp über 20 Jahre alten Boeing 767-300, alle von Atlas Air. Das, wie gesagt, im Jahr 2016. Relativ schnell wurde dann aufgestockt mit weiteren Boeing 767-300 Frachtern von Air Transport International und dann tatsächlich auch mit ein paar Flugzeugen vom Typ Boeing 767-200 als Frachter. Die Dinge sind dann auch gerne mal über 30 Jahre alt. Dazu kamen dann auch noch weitere Maschinen, auch vom Typ 767-200 von ABX Air, die wahrscheinlich die ältesten Boeing 767 auf dem ganzen Planeten fliegen. Und so kommt man dann aktuell auf eine Flotte bestehend aus über 40 Frachtflugzeugen, die im Auftrag von Amazon Pakete zwischen den großen Logistikzentren innerhalb der USA hin und her fliegen. Und das ist doch schon mal eine beeindruckende Sache. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier aber eines der wertvollsten Unternehmen der Welt haben, mit wirklich großen Visionen und Ideen, ist das dann doch eher ganz okay. Also eine virtuelle Frachtfluggesellschaft, bestehend aus knapp über 40, im Schnitt über 25 Jahre alten Flugzeugen, das ist mehr ganz okay als wirklich extrem beeindruckend. Kann man selbstverständlich aber auch etwas schöner formulieren. Und zwar, wenn das alles gut läuft mit dieser Frachtfluggesellschaft, dann ist da auf jeden Fall noch eine ganze Menge Potenzial nach oben. Aber dafür, um dieses Potenzial jetzt besser nachvollziehen zu können, müssen wir uns erstmal angucken, wie die Amazon-Pakete denn überhaupt von einem Ort zum nächsten kommen. Amazon hat im Jahr 2017 etwas mehr als 3 Milliarden Pakete ausgeliefert. Diese werden zu 33% von irgendwelchen Postunternehmen verteilt, zu knapp 27% von UPS. Wiederum 12% der Pakete hatten in diesem Jahr dann etwas mit FedEx zu tun und die übrig gebliebenen 28%, die werden von Amazon selbst bzw. regionalen Versandunternehmen, wie hier zum Beispiel Hermes oder so, weiterverteilt. Und ich glaube, es ist jetzt schon völlig klar, worauf ich hinaus möchte. Das wirklich große Potenzial für eine Amazon-Frachtfluggesellschaft steckt hier in den Prozentpunkten von FedEx und UPS. Zumindest in den USA ist das auf jeden Fall so. Diese Prozentpunkte lassen sich selbstverständlich nicht alle mit Frachtflugzeugen in die Luft bringen, denn selbstverständlich bringt UPS und natürlich auch FedEx ganz, ganz viele Pakete mit einem Lastwagen über den Landweg von einem Ort zum nächsten. Aber Amazon hat ja auch selbst eine eigene große Lastwagenflotte. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall lassen sich all die Prozentpunkte, also all die Pakete, die UPS und FedEx in einem Frachtflugzeug in die Luft bringen, die lassen sich ja auch alle von Amazon übernehmen. Und ab dem Moment, wo das richtig ordentlich funktioniert, wird Amazon Air, jetzt also noch eine kleine virtuelle Fluggesellschaft, wird die ein ernstzunehmender Konkurrent für die etablierten Unternehmen wie zum Beispiel UPS oder FedEx. Und Amazon muss das an dieser Stelle ja nur klug anstellen, genauso wie sie es jetzt zum Beispiel schon mit freien Kapazitäten ihrer enorm großen Server tun. Amazon ist einer der größten Serveranbieter oder Serverkapazitätenanbieter oder wie auch immer das heißt weltweit. Amazon verkauft Serverkapazitäten an Hinz und Kunz.
Und genauso können Sie es dann ja auch mit freigebliebenen Kapazitäten in Ihren eigenen Frachtflugzeugen machen. Bekommt man das jetzt alles in einer lukrativen Form hin, worüber ich mir echt keine Sorgen machen würde, dann schlummert in einer eigenen Amazon-Frachterflotte natürlich ein enormes Potenzial. Mit dem super großen Vorteil, dass man sich dann natürlich von externen Frachtfluggesellschaften wie halt eben UPS oder FedEx völlig unabhängig machen würde. Dann fliegt man nämlich seine eigenen Pakete mit den eigenen Frachtflugzeugen. Und das klingt schon mal sehr, sehr sinnvoll. Ja, und dann muss man sich die Frage stellen, wie dort die Zukunft aussehen kann. Amazon möchte wohl in den nächsten Jahren über 1,5 Milliarden US-Dollar in das aktuelle Drehkreuz der Amazon-Frachterflotte in Cincinnati investieren und dort unter anderem eine Halle bauen, die über 100 Frachtflugzeuge beherbergen kann. Dafür wird man sich dann nach weiteren Flugzeugen umgucken müssen und für das aktuelle Vorhaben sind wohl gebrauchte, aber dafür schnell verfügbare Frachter vom Typ Boeing 767 sehr gut geeignet. Die Flugzeuge kriegt man sehr schnell, sie sind gut verfügbar und die Reichweite des Fliegers ist auch für die längsten Strecken innerhalb der USA auf jeden Fall ausreichend, die Nutzlast passt und das Flugzeug ist sehr flexibel. Oder aber Amazon nimmt doch nochmal etwas mehr Geld in die Hand und kauft für ihr Vorhaben dann einfach neue Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 767 bei Boeing selbst. Das wäre auf jeden Fall eine kleine Überraschung, aber damit würde Amazon ja genau das tun, was FedEx bereits seit Jahren tut. Boeing baut die 767 noch immer als neues Flugzeug, als Frachtflugzeug, zum Beispiel jetzt aktuell für FedEx. Und dann sieht die Lage schon hochinteressant aus und Amazon könnte durchaus einige weitere große Drehkreuze in anderen großen Städten in den USA aufbauen. Dass Amazon ihre Frachterflotte auch an anderen Standorten außerhalb der USA, zum Beispiel hier in Europa, platzieren wird, ist dabei allerdings recht unwahrscheinlich. Denn das, was die da tun, das mag in Nordamerika sehr, sehr gut funktionieren. Denn in den Vereinigten Staaten kann der Weg zwischen zwei Logistikzentren, zwischen zwei großen Logistikzentren, zum Beispiel einem an der US-Westküste, einem an der US-Ostküste, gerne mal mehrere tausend Kilometer weit sein. Und da ist das Flugzeug dann wahrscheinlich die einzige funktionierende Möglichkeit. Die einzige funktionierende Möglichkeit, um ein Paket in geringer Zeit von einem Ort zum nächsten zu bringen. In Deutschland oder in Europa allgemein ist aber höchstwahrscheinlich noch immer die Straße der ausreichend schnelle Weg und auch der effizienteste Weg, um ein Paket von einem Ort zum nächsten zu bringen, zumindest wenn es darum geht, eine Lieferzeit von vielleicht unter 2 Tagen einzuhalten. Also schauen wir uns erst einmal ganz entspannt an, was die da in naher Zukunft in den USA fabrizieren werden. Ich glaube, auch das ist schon sehr interessant und dann wird es wahrscheinlich gar nicht mehr lange dauern. Dann könnte die Amazon-Frachterflotte schon die Grenze von 100 Flugzeugen knacken. Aber gut, so viel erst einmal dazu. Damit soll es das dann für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Ein großes Dankeschön geht heute noch an Pavi raus. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Vielen lieben Dank für dich, für deine Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen super entspannten zweiten Weihnachtstag. Lasst es euch gut gehen und tschüss.